Moin Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Formel 1, heute wieder hoffentlich mit richtigem Sound. Die letzten zwei Male hatte ich es einmal zu leise und dann einmal zu laut eingestellt, das Mikrofon, und ja, hoffentlich ist das alles jetzt ein bisschen angenehmer. Mit einem Rennen in China, in-game ja dankenswerterweise vorhanden die Strecke, während sie in der Realität seit 2019 nicht mehr befahren wurde. Und wir schauen, wie es läuft. Also Sektor 1 war schon mal ganz gut. In Sektor 2 verliere ich gern mal einen Ticken was. Ich habe ein bisschen mehr Flügel mitgenommen. Ah! Most manly shy in the world. Russell auf P1 im Zweikampf mit Perez. Ja gut, Hauptsache nicht die Ferrari, weil die sind mittlerweile gut weggezogen. Die haben bis jetzt einen super Saisonstart hingelegt. Auf der Geraden verlieren wir kaum was. Schon mal ein sehr gutes Zeichen. Ich kann so viel später bremsen. Die Bremsupgrades bringen es halt wirklich mittlerweile. P15. Ist okay, ist nett. Ist eine Verbesserung. Indes Lando Norris auf P10, die Ferrari nur in Anführungszeichen auf P4 und P5. Mir fehlen etwa 5 Zehntel zu Norris. Und bei den Ferrari haben wir ganz vorne Carlos Sainz, der sich alleine abgesetzt hat. Und insofern ganz gut, dass er immer nur auf P5 ist. Aber gucken wir auf die Performance-Tabelle. Da haben wir nämlich einen mächtigen Satz gemacht. Wir sind auf Platz 3, knapp vor Ferrari und McLaren, hinter Mercedes und Red Bull. Und das, weil wir eine riesen Paket bekommen haben, was das Chassis betrifft. Ja, 4 neue Upgrades und eines haben wir zum Entwickeln freigeschaltet. Jetzt können wir natürlich gucken, dass wir die Bremsen nochmal verbessern. Das wäre bis Imola fertig, gerade so. Und das machen wir auch, würde ich sagen. Und dann können wir demnächst auch mal ein kleines Aero-Paket schnüren, was dann hoffentlich auch bald kommt. Ja, und womit wir dann hoffentlich ganz, ganz vorne wieder angreifen können. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal eine bessere Quali-Position gehabt. Und jetzt gucken wir mal, wie es im Rennen läuft. Nach Regen in Jeddah, jetzt auch Regen in Shanghai. Und ja, das wird auch zum Ende hin nochmal zunehmen, dieser Regen, der Niederschlag. Und tatsächlich ist man mit einem Stopp nur etwa 4 Sekunden langsamer. Bedeutet, sollte es tatsächlich irgendwann in Richtung Wettbedingungen gehen, kann ich mir vorstellen, passende Reifen zu den entsprechenden Bedingungen können auf jeden Fall diese 4 Sekunden wieder wettmachen. Ein Einstopp könnte sich hier durchaus lohnen. Wir schauen einfach mal, wie es hier im Rennen läuft. Let's go! Oh, Magnussen hat eigentlich einen guten Start, kommt aber nicht weiter durch. Ja, selbiges passiert jetzt mir. In Kurve 1 kann man hier aber schön außen bleiben. Da stört einen niemand. Weil auch niemand die Außenbahn so mag. Und Lando Norris auch mit einem super Start. P9. Ja, ich hoffe, die Audioqualität ist heute wirklich gut. Tut mir leid, dass es die letzten zwei Male ein bisschen problematisch war. Dürfte auch noch ein oder zwei andere Videos betreffen. Und jetzt, wenn ihr dieses Rennen hier seht, läuft das 24-Stunden-Rennen most likely immer noch, weil wir im 9-Uhr-Split Problemchen hatten. Da hat iRacing's Netcode zugeschlagen. Und wir werden das 24-Stunden-Rennen um 20 Uhr dann nochmal neu ansetzen. Also, ihr könntet, wenn wir noch unterwegs sind, passend zum Finale einschalten. Lando Norris auf der 8. Albon 9. Ich bin jetzt auf der 10. Also beide Autos wieder mal in den Punkten. Das freut einen natürlich sehr. Muss natürlich aber auch der Rest für dieses Rennen passen. Ja, etwas mehr Flügel kann im Regen natürlich helfen. Auch wenn es beim Überholen die Sache ein wenig erschwert. Und es könnte sein, dass Bottas und Piastri jetzt ein wenig unangenehmere Gesellen werden auf der Geraden. Lol, Valtteri Bottas, cooles Visier, Alter. Was hat denn der für einen Helm? Wir sind vorbei. Zurück auf die 10. Und Red Bull Doppelführung haben wir ganz vorne. Max Verstappen vor Sergio Perez. Joa, also schauen wir mal. Auf jeden Fall auch die Wetterbedingungen im Blick behalten. Reifentemperatur, ganz wichtiges Thema. Und schauen, wie es hier weiterläuft.
Oh, gelbe Flagge. Da ist, glaube ich, jemand vor uns, der langsamer ist, oder? Ja, ein Mercedes ist raus. George Russell. Ja, Lando, guck zu, das hätte auch dich treffen können, wenn du das Team nicht gewechselt hättest. Also sei froh, dass du es gewechselt hast. Virtual Safety Car, wenn das sehr lange da bleibt, könnte sich ein Wechsel durchaus lohnen. Alter, wie langsam muss man hier fahren fürs Delta? Heilige Makrele. Ui, okay. Also Reifentemperatur ist noch bei knapp über 80. Dahingehend lohnt es sich noch nicht, auf die Wets zu wechseln. Aber natürlich kann man überlegen, ob man Intermediates mitnimmt, aber ich glaube, das ist noch zu früh. Wäre das in Runde 6 oder 7 jetzt passiert, könnte man sagen, hey, die 4 Sekunden fährst halt locker wieder raus. Beziehungsweise das würde durch das Safety Car kompensiert werden, durch das VSC, aber so, nö. Wir bleiben natürlich draußen. Jetzt habe ich so lange kommentiert, dass wir eigentlich gucken könnten, wann das wieder restartet. Oder wir springen einfach direkt zum Restart. VSC endet. Alter. Wilde Restart-Phase. Und wir senden direkt. Vorbei an Albon. P7 und P8 für uns. Sehr schön. Weiter geht's. Oh, alternative Strategie. Hä? Oh, jetzt schon auf Wets. Oh, der McLaren und auch Max Verstappen. Die sind beide schon für Wets drin. Interessant. Oh, es wird jetzt aber gefühlt auch schnell nass auf der Strecke. Die Regenmenge nimmt gefühlt stark zu. Na ja, gut, wenn es in Runde 5 schon soweit ist, ja, dass man hier eigentlich eher auch schon auf Wets wechseln kann, dann ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber das Ding ist jetzt natürlich... Verstappen würde zum Beispiel relativ bald auch auf Verkehr wieder auflaufen. Reifen sind temperaturtechnisch aber auch ganz gut noch. Also ich habe ehrlich gesagt, ja, es gibt keinen Grund, den Reifen zu wechseln. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich fühle mich jetzt auch nicht so unwohl. Also klar, die Bedingungen sind jetzt nicht so easy wie zu Rennstart. Da war die Strecke noch ein bisschen angenehmer zu befahren, aber es ist jetzt nicht so, als würde man, glaube ich zumindest, auf Anhieb 3-4 Sekunden pro Runde verlieren mit dem Inter. Muss halt mal schauen, ne? Also, ich gucke natürlich auch, ob Norris in dieser Runde reinfährt oder nicht. Weil ich werde jetzt nicht mit allen anderen an die Box fahren, dann fahre ich lieber eine Runde länger. Hm, und ansonsten müssen wir schauen. Verstappen ist immer noch nicht dran an Alpha Tauri und Co. da hinten. Heißt, vielleicht ist der Wet noch nicht so extrem überlegen. Es gibt ein paar Leute, die weiterfahren. Norris geht rein, ich gehe raus. Ich bleib draußen. Und Carlos Sainz hat dieselbe Strategie, also... der WM-Führende und ich, wir haben hier denselben Ansatz. Oh, ich habe jetzt die Zeit nicht gesehen. 1:46.8. Oh Gott, wir verlieren tatsächlich 4 Sekunden. Ja gut, aber mit den Wets kannst du jetzt auch nicht eine 42.8 fahren, also abwarten. Verstappen noch 14.8 entfernt. Ah, kommt nur geringfügig näher, also warten wir ab. Und vor allem ist es Verstappen, da ist es keine Schande, wenn man Zeit verliert. Er ist schneller als die meisten anderen. Gott, könnte ich durchfahren? Jetzt würde es mich interessieren, wie viel näher Verstappen in der Runde kommt. 14.8. Abwarten. Und vor allem, wird es trocken oder nicht? Das ist das alles Entscheidende jetzt. Oh mein Gott. Jetzt wird es unangenehmer. Ich verliere nicht so viel zu Verstappen. Okay, lass uns mal ganz kurz gemeinsam die Zeiten auschecken. Ja, wobei, 1,7 hat er jetzt gewonnen. 2 Sekunden, etwas mehr als 2 Sekunden. Ich riskiere es jetzt.
Selbst wenn ich 2,5 Sekunden pro Runde jetzt verliere, das sind 8 Runden, das sind 20 Sekunden. Kommen wir vielleicht da noch raus, wo wir eh schon wären. 3 Sekunden pro Runde verliere ich zu Verstappen. Ja, wohlbemerkt halt zu Verstappen, ne? Der Rest ist noch ein bisschen langsamer. Insofern alles gut. Und Sainz ist hinter Leclerc. 17% auf den Reifen. Zum Rennende sollten es also etwa 34% sein. 1,49,8. Verstappen ist gerade eine 46,9 gefahren. Also der ist ziemlich präzise 3 Sekunden schneller als ich. Das ist voll in Ordnung. In jetzt noch 7 Runden verlieren wir etwas mehr als 20 Sekunden zu Sainz. Vorausgesetzt, es bleibt ähnlich nass. Viel schlimmer kann es, glaube ich, nicht werden für uns. Oh mein Gott. Und damit wären wir wieder die etwa 5 Sekunden hinter Sainz, die wir ohnehin schon wären, hinter ihm wären. Also vielleicht lohnt sich das tatsächlich jetzt. Auto funktioniert noch, auch wenn nicht optimal. Oh, Sainz und Leclerc kämpfen. Das ist perfekt für mich. Oh, die beiden fighten. 49,9. Verstappen kommt wieder die rund 3 Sekunden ran. Aber die beiden Ferrari verlieren jetzt Zeit. 6 Runden. 3 Sekunden. Wir werden ungefähr 5 Sekunden hinter beiden Ferrari. Abwarten. Oh Gott, wenn das so weitergeht, dann gewinnen wir sogar Zeit auf den schlechteren Reifen, weil die jetzt gerade richtig Zeit liegen lassen. Ja, wobei, trotz Zweikampf kommen die minimal näher. Aber der Mercedes dahinter, Esteban Ocon dürfte das dann sein, der verliert auch Zeit. Also sieht für uns aktuell echt nicht schlecht aus, das Ganze. Oh, da hinten ist ein Alpha Tauri ausgeschieden. Ich habe mittlerweile die Bremsbalance ein bisschen nach vorne gestellt. Ah, der Alpha Tauri hat sich nur gedreht. Ja, passiert bei den Bedingungen gern mal. Ich habe die Bremsbalance nach vorne gestellt, weil die Vorderreifen ein bisschen kühler sind als die Hinterreifen. Damit die einfach perfekt auf Temperatur bleiben. Oder halbwegs auf Temperatur bleiben. Habe ich es mal umgestellt. Und die Rundenzeit ist not bad. 49,4 ist okay. Verstappen hat dann nicht ganz 3 Sekunden gut machen können in dieser Runde. Heißt natürlich auch für Sainz und Leclerc wird es schwieriger, hier Zeit aufzuholen. Vielleicht wird es jetzt tatsächlich ein bisschen trockener für die verbleibenden 5 Runden. Das wäre so gut. Aber es ist super rutschig einfach. Oh mein Gott, der Quersteher. 1,50,3. Jetzt scheint doch ein bisschen der Reifenabrieb mit reinzuhauen. Oh Gott. Und Max Verstappen ist direkt dran. 4 Runden vor Schluss. Er wird mich holen. Ich werde mich nicht groß gegen ihn wehren, aber ich werde ihn jetzt auch nicht vorbeiwinken. Es sei denn, ich mache halt irgendwo einen Fehler und er kommt so oder so vorbei. Aber es wird halt nichts bringen, sich jetzt auf Krampf vorne zu halten, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass er mich so oder so überholt und ich muss eher drauf schauen, dass ich keine Zeit verliere im Fernduell gegen Safety Car. Was mache ich jetzt? Ich bleib draußen. Ich bleib draußen. Ich muss eine Runde einfach. Also jetzt Track Position aufzugeben wäre unklug, weil ich würde was. Ja gut, Elfter werden ohne Safety Car. Mit Safety Car wahrscheinlich 7., 8., 9. Bringt nichts jetzt an die Box zu gehen. Ich bleib draußen. Oh Gott, Safety Car geht in dieser Runde rein. Dann haben wir doch 2 Rennrunden statt eine. Ich hatte auf eine Runde gehofft. Ja gut, jetzt wird natürlich jeder Fehler umso bitterer. Ich habe jetzt zwar eine extra Runde quasi gewonnen gegen Verstappen, aber ich bin ganz ehrlich, ich hätte lieber normalen Rennverlauf gehabt, weil jetzt wird jeder Fehler, den ich mache, mich deutlich mehr als nur die Position gegen Verstappen kosten. Und deswegen ist das gerade ein bisschen bitter. Ich versuche jetzt die Vorderreifen noch auf Temperatur zu halten. 85 Grad haben wir da vorne.
86 Grad. Ich mache da auch ein bisschen hier Schlangenlinien, ein bisschen die Reifen runter bekommen, ist nicht schlimm. Hauptsache, wir haben die Temperatur drin. Ich glaube, das wird da nochmal einen entscheidenden Unterschied machen. So, und jetzt wichtig, von 70% Bremsbalance wieder zurückgehen, damit man auch normal Rennen fahren kann. Vorderreifen sind ja jetzt schon aufgewärmt, so, let's go. Okay, guter Exit. Reifen sind halt enorm gut auf Temperatur, ne? Oh Gott, aber Verstappen, man merkt es beim Kurveneingang hier in Turn 1, der hat so viel mehr Grip. Der helle Wahnsinn. Ah, überall möglichst gut, einfach nur blocken. Und wir bleiben vorne. Ich muss die Härte hinteren. Ach, die hinteren Reifen härter rannehmen, damit wir da ein bisschen auch die Reifen hinten auf Temperatur halten. Oh Gott. Schön mittig fahren, da kann Verstappen auch nichts machen. In dieser Runde ruft er sehr viel Leistung ab und in der nächsten werden sie auch nochmal viel Leistung abrufen, weil das ist eine Restart-Runde, die nächste ist die letzte Runde. In beiden Runden hat die KI immer unfassbar viel Energie überschüssig. Oh, Verstappen! Das geht noch gut. Oh Mann! Letzte Runde. Bleiben vor Perez aktuell noch. Aber Verstappen kann auch nicht so krass wegziehen, ne? Also klar, überall so 2-3 Zehntel, aber die Intermediates sind jetzt nicht auch komplett useless. Boah. Anderthalb Sekunden Rückstand zu Verstappen. Wir bleiben aber vorne und das Lustige ist, zu dem McLaren können wir sogar noch ein bisschen Vorsprung rausfahren. Oh, Perez! Gesamte Breite hier mal nutzen. Perez kann jetzt nochmal angreifen. Er wird nochmal angreifen. War das krass. P2. Podium. Nach Bahrain hätte ich nicht damit gerechnet. Ja, übelst geiles Rennen, ey. Die Zieleinfahrt hat es auf jeden Fall in sich und Risiko hat sich bezahlt gemacht. Von 15 auf 2. Und damit, werte Damen und Herren, haben wir 20 Punkte geholt. Lando Norris holt weiterhin fleißig Pünktchen, hat jetzt 9 auf dem Konto und damit haben wir uns, glaube ich, auch verbessert in der KWM.
Ja, sind zumindest weiter weggekommen von Aston Martin. Näher dran an McLaren und Mercedes. Red Bull und Ferrari sind da komplett in der eigenen Welt. Während Carlos Sainz so oder so die Saison bislang ziemlich stark dominiert. Jetzt 12 Punkte geholt, heißt bei den letzten zwei Rennen hat er die maximale Punkteausbeute A 26 Punkte pro Rennen geholt, was ziemlich krass ist. Und wenn man dieses Rennen hier enjoyed hat, dann kann man sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen, gerne ein Abo raushauen. Beim nächsten Mal wieder einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis demnächst. Tschüss.